Gott im Himmel, das ist jetzt geht's mir gut, ey. Ihr wisst schon, glaube ich, warum ich weg musste. Das ging ja gar nicht klar. Ja, Panzerfaust. Mit echtem Baugehäuse. Drei Schuss drin zum Nachladen finde ich legitim. Aber ihr habt eine gute Stellung hier oben, das muss ich euch lassen. Da richtig. In Deckung! Wir müssen weiter! Alle Mann in Bewegung! Na, so habe ich jetzt eigentlich keine Angst vor euch, ne? Also, weißt du. So, da ist die Kadenz von die besagte. Oh ne, wir sind hier richtig, das will ich nicht. Da geht es nur hoch, das will ich. Ins Verlies. In die Minen von Moria. Bis 50. Nein, nicht genug Geld. Ja. Ohne Spaß, die sind so hässlich. Was ist überhaupt diese Metallkappe da? Die wahrscheinlich mit Sauerstoff zu versorgen. Über die Augen. Dunkel drin, warte mal. Jetzt sehe ich ja wieder was. Jetzt kann man den nach dem bringen. Ich glaube, für mehr ist es halt nicht zu gebrauchen, oder so, um einmal Licht zu machen. Soldaten, das will ja was heißen. VJ, gut, dass Sie es bis in die Innenstadt von Isenstadt geschafft haben. Caroline und Erik erwarten Sie im Unterschlupf. Da die Wölfe noch nicht wissen, dass Sie hier sind, sollten Sie sich durch die Kanalisation bewegen und im Schatten bleiben. Eine Waffe mit Schalldämpfer wäre auch nicht schlecht. Sie bekommen eine auf dem geheimen Schwarzmarkt die Straße runter. Viel Glück, mein Freund. Ich schaff das schon. Ich bin ja zuversichtlich. Der Kampf in der Stadtmitte ist zum Stillstand gekommen. Was hat die Stadtleute nur geritten, plötzlich Widerstand zu leisten? Dieser amerikanische Agent Blaskowitz. Als er Alpha Wolf Zeta umgebracht hat, dachten sie auf einmal, sie könnten sich widersetzen. Wie sieht dieser Blaskowitz aus? Groß, blond. Und wenn ich ihn treffe, tot. Ich bin nicht blond. Ist ein bisschen im Sneaky Mode. Weiter! Ich glaube, meine Tarnung ist aufgeflogen. So zum Thema Schleichen durch die Stadt. Ach, so sei es. Kämpfe ich mich jetzt eben durch. Laut.
werde dafür bezahlen, dass ich hier bin. Naja, ich hab dich bezahlt. Zwar mit einer anderen Währung, aber ich hab dich bezahlt. Das ist ein Schlafzimmer, das müssen wir nicht finden. Ach, fickt euch. Ah, ihr wisst, was ich meine. Ich weiß, dass es gut war, mich da oben jetzt zu präsentieren. Ich weiß, dass es eine gute Idee war. Da müsst ihr mich nicht finden. Und das ist nicht gut. Es sind ja überhaupt nicht viele Feinde. Eine Idee. Muss der da jetzt stehen bleiben? Warte mal. Heilige, heilige, heilige. Eingerannt. Na bitte sehr. Ich weiß, dass du hier bist, Amerikaner. Er hat echt versucht, erstaunt. Seit 8 Uhr sind alle Kontrollpunkte auf dem Weg zum Flugfeld in höchster Alarmbereitschaft. Geheimdienstberichten zufolge könnte der Kreisauer Kreis schon bald angreifen. Bis auf Weiteres sind alle Fahrzeuge auf dem Weg zum oder vom Flugfeld genau zu kontrollieren und alle Dokumente müssen auf dem neuesten Stand sein. Bedingungsloser Gehorsam wird erwartet. Was ist los? Keine Kugel mehr? Nach rechts! Ich sterbe! Ich weiß nicht, ob da noch jemand ist, also... Ich auf Nummer sicher und jagt unten alles in die Luft. Ist völlig legitim, oder? Ah, Gold. So mag ich das. Ist hier noch Gold. So, das ist echt... meinem Geschmack. Nachdem ich ja gerade ziemlich durchgeschlichen bin, könnt ihr ja sagen, was ihr wollt. Hier sind wir richtig. Gold. Gott sei Dank, Sie sind hier, BJ. Oh ja. Ich kann jetzt nicht reden. BJ, hören Sie mir zu. Die Wölfe haben Caroline erwischt. Vor ein paar Stunden wollte sie sich mit einem Agenten treffen. Aber es stellte sich als Falle heraus. Wir haben erfahren, dass sie in einem Schloss außerhalb der Stadt ist. Wir bereiten natürlich eine Rettungsmission vor. Und wir zählen dabei auf Ihre Hilfe. Nicht weit von hier wartet ein Laster darauf, Sie zum Schloss zu bringen.
Zusammen können wir Caroline retten, das weiß ich. Na dann. Die Wölfe dürfen nicht gewinnen. Wir müssen Caroline. Caroline hat Vortritt. Wir haben zwei weitere Sicherheitsvorkehrungen im Schloss installiert. Scheint wurde die Anführerin des Kreisauer Kreises gefangen genommen und dort hingebracht. Bereiten wir uns auf eine Rettungsaktion vor? Warum habe ich das Feuer eröffnet? Ich hab's gesehen. Los, los, los! Los, doch, zurückfallen! Weiter! Ja, das ist doch schon etwas schwerer, auf normal. Stehen uns genug Männer für diese Mission? Wenn sie bereit sind, können wir die... Boah, würde ich das brutal spielen, ey. Ich glaube, ich würde weinen bei jeder Mission. Wir haben zwei weitere Sicherheitsvorkehrungen. Wurde die Anführerin des Kreisauerkreises gefangen genommen. Dorthin reichen wir uns auf eine Rettungsaktion. Ja, aber wir sind unterbesetzt. Die meisten unserer Leute sind in die Stadt mit der Der hätte mich eigentlich sehen müssen, aber egal. Das ist Fuchs. Alter, hat ihr mich verarscht? Tötet mich denn? Stehen uns genug Männer für diese Mission? Wir müssen die Mission bald beginnen. Schnauze. So, die kann ich jetzt auch abwickeln da oben. Wir haben zwei weitere Sicherheitsvorkehrungen. Im Ernst, das war leise? Geil. Flammenwerfer hat durchaus seinen Reiz. Aua, aua. Gesagt. Irgendwas mit meinen Füßen. Ich kann das
geil. Die Flammenwaffe ist einfach geil. Oh, das ist Gold. Gut, dass ich das schon umgedreht habe. 1400 schon wieder. Ja, lecken mir doch die Hornis. Das nächste, was aufgerüstet wird, ist der Flammenwerfer. Habe ich mir jetzt fest vorgenommen. Warum sollten die Wölfe so viele Funktürme in der ganzen Stadt aufstellen? Diese Türme haben mit Funksignalen nichts zu tun. Sie sind etwas ganz anderes. Ja, zu den Türmen, von denen wir geredet haben, zu denen kommen wir später auch noch. So, nehmen wir zum Schloss. Das wird Spaß machen. Alter, wer parkt denn so? Da gibt es sowieso erstmal ein langes Loch. Unterdrückungsfeuer! Wir müssen Carolin finden! Aufgepasst! Ich sitze hier fest! Die Linie halb! Ich lade nach! Unterdrückungsfeuer! Für Carolin! Sehr gut, Gaskowitz! Los! Wir müssen weiter! In Ordnung! Los geht's! Ich bin hier fest!